Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge bzw. zu einem neuen Ankündigungsvideo hier zusammen auf dem PC. Ich bin der Danny Spitters. Und zwar gibt es mittlerweile ein Release zu der bald erscheinenden Semmeringbahn. Und zwar soll diese Bahn bzw. diese Strecke am dem 18. April 2024 erscheinen. Vorzubestellen ist diese Strecke ab dem 11. April, also nächste Woche Donnerstag, für 10% Rabatt. Das heißt, ursprünglich soll die Strecke kosten 35,99 € und es gibt den Vorstellerrabatt für alle, die das Spiel auf dem PC spielen, für 10% Rabatt. Also für alle Steam-Spieler gibt es ab dem 11. April diese Strecke für einen Rabatt von 10% vorzubestellen. Gehen wir das Ganze mal durch. Es gibt eine neue Lokomotive und zwar die 1116 Taurus. Die wird dann fahrbar sein. Hinten dran die ÖBB-Wagen. Das ist der Innenraum der 187, so wird das aussehen. Kennen wir ja auch schon aus dem TS und so weiter. Wie gesagt, diese Wagen werden dabei sein im ÖBB-Repaint bzw. ÖBB-Personenwagen. Zusätzlich werden, wie gesagt, ihr seht es hier auch, ÖBB BMZ Coaches, also diese ÖBB Personenwagen werden dabei sein. Dann die Hablins SGGMRSS und Schrimswagen, das sind die Güterwagen, denn auch der Güterverkehr wird dort zu fahren sein. Ihr seht es dort hinten vielleicht schon im Hintergrund, welche Bahn sich da versteckt, die auch hier fahrbar sein wird, dazu gleich mehr. Hier seht ihr dann den Güterverkehr, den ihr dort auch fahren könnt. Auf der neuen Strecke Semmeringbahn. Und es wird fahrbar sein, diese Bahn, die kennt dieser Zugtriebwagen, den kennt ihr ja schon, das ist der ÖBB 4024 von der Vorarlbergbahn, den es jetzt bereits schon gibt. Also der wird auch auf dieser Strecke fahrbar sein. So, dann, das wird also, dieser Zug wird allerdings nur im Nahverkehr einsetzbar sein. Also von Wien Neustadt bis Payerbach, also praktisch diese Strecke hier. Und das hier ist dann halt, also das ist diese komplette Strecke hier. Und wie gesagt, diese Strecke wird ab dem 18. April 2024 veröffentlicht. Vorbestellbar für alle Steam-Spieler ab dem 11. April für 10% Rabatt. Originalpreis 35,99 €. Also dann ab dem 18. April 2024 wird das Ganze 35,99 € kosten. Das DLC mitsamt der Lok und dieser Strecke halt. Ja, ihr seht hier auch noch mal wunderschöne Bilder. Wirklich, ich freue mich drauf. Das ist hier die 187 in Frontallook. Beziehungsweise Frontalansicht. Wirklich wunderschön. Dazu, wie gesagt, fahrbar die Vorarlberg Bahn 4024 Talent. Und wie sie gesagt, Güterzug wird beziehungsweise Güterverkehr wird ja auch fahrbar sein. Ja, das war's eigentlich. Ihr seht ja auch noch mal, was alles dabei ist. DB Leers S-Bahn Vorarlberg, dann die Zax Dresden Riesa, die ja auch schon dort fahrbar sind. Die DB Rose, die sind ja schon auf der Maintalbahn fahrbar. Die Fallens, die sind schon auf der fahrbar Rhein-Ruhr-Sieg. Ruhr-Sieg Nord fahrbar. Die VTG Eanos, die sind auf der Strecke Kassel mittlerweile schon oder beziehungsweise schon fahrbar. Und die UAng, ihr seht es ja selber, die sind auf der Strecke Ruhr-Sieg Nord fahrbar. Also die sind dann alle dabei und auch die 193 wird hier fahrbar sein als im Güterzugverkehr. Ihr könnt natürlich auch mittels Sporn und so weiter, könnt ihr die natürlich auch im Personenverkehr einsetzen. Ist ja klar, das kennt ihr ja schon. Die 4024, hier steht es auch nochmal, die ÖBB 24 wird spielbar sein für die Services zwischen Wiener Neustadt und also Wiener Neustadt, Hauptbahnhof und Payerbach-Reichenau. Also in dem Abschnitt kann man dann die 4024 fahren als Nahverkehrszug im Personenverkehr. Und
auch die R91 zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Mürzzuschlag. Stopping at all stations, also hält an jedem Bahnhof an. Ja, dann wird hier noch drei weitere Fahrzeuge zu fahren sein, und zwar einmal die BR103. Mit ihren IC-Wagen, linke Rheinstrecke, sind die ja im Moment fahrbar. Dann die, meine Güte, British Rail Class 47, und die wird ja auch fahrbar sein. Dafür müsst ihr allerdings das DSC besitzen und auch IC-Wagen. Den kennt ihr vielleicht aus von der Strecke Blackpool Branches. Gibt es auf der linken Rheinstrecke als KI von Juni bis Juli. Und die Railpool Vectron, also die BR193 hier, plus ihren IC-Coaches, also auch IC-Wagen, ist auf der linken Rheinstrecke von August bis September als KI verfügbar. So, also hier seht ihr es auch nochmal, ne? Das ist die Class 47 von British Rail Class. Die wird ja auch fahrbar sein, zusammen mit den IC-Wagen. Ja, was wollte ich noch sagen? Eigentlich ist das schon das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Also wie gesagt, Bahnstrecke Player that own Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim to operate for IC services that use the ÖBB 1116, bla bla bla, ihr wisst. Also aha. Also wer diese Strecke Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim besitzt, der wird auch EC-Services benutzen können. ÖBB 1116, Elektriklokomotive und so weiter. Ihr seht ja selber, was hier steht. Die ÖBB 1116 wird es auch im Frachtservice geben. Und S-Bahn Vorarlberg. Also man kann die 1116 auch auf der Strecke S-Bahn Vorarlberg einsetzen als Güterzug zum Beispiel. Und hier steht es nochmal: Train Symbol 4, Semmeringbahn, Wiener Neustadt, Mürzzuschlag, available. Also 18. April für Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Game Store and Steam für 35,99 € bzw. 29 Pfund und so weiter. Ihr seht es ja selber hier. Also 35,99 € ist der Originalpreis, und wenn ihr ab dem 11. April bestellen wollt, vorbestellen wollt für alle Steam-Spieler, gibt es das Ganze für den Vorbesteller-Rabatt von 10%. Also merkt euch diesen Termin, 11. April, das ist nächste Woche Donnerstag, dann könnt ihr das Ganze schon vorbestellen, und eine Woche später, also Donnerstag in 2 Wochen, ab dem 18. April, wird das Ganze dann veröffentlicht für 35,99 €. Ja, so viel dazu. Das war es erstmal von mir mit diesem Ankündigungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch diese Strecke zulegt, das DLC, zusammen mit der ÖBB 1116. Das wird die Strecke sein. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, das war es wieder mal von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny. Spielt das.